Das ist ein Spiel, das ist eine Konkurrenz. Ja? Wenn wir Mhm. das Feld einem bösen Buben überlassen, wieso wundern wir uns, dass wir das ernten, was wir jetzt gerade ernten? Verdummung, Ja. Verkonsumierung, das ist ein katastrophaler, desaströser Zustand des Bewusstseins der Ja. Menschheit. Also man sollte schon dagegen steuern und einfach nur Opposition spielen und jammern darüber, dass, wie, ach, wie uns sie alle manipulieren. Also wo sind wir denn? Ja, Hast du kein genau. schöpferisches Bewusstsein? Was trägst du dazu bei? Ja. Was ist dein Beitrag? Wie hilfst du der Menschheit? Wie hilfst Ja. du der Erde? Wie hilfst du Gott, diese ganze Pest wegzukriegen? Das ist eine Epoche, wo diese Pest verbrannt wird. Was ist dein Beitrag? Ja? Also das sind die Fragen, die ich jetzt einfach in die Runde werfe, damit wir verstehen, dass wir gefragt sind. Lieber Gor, dobry dien. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute Zeit für mich hast. Liebe Karin, dobrý deň, also guten Tag, also Ja. schönen Tag wünsche ich dir und uns allen. Danke für die Einladung. Sehr gerne geschehen. Ja, lieber Gor, du bist erst vor kurzem auf meinem Bildschirm sprichwörtlich erschienen. Das war im Nachfeld eines anderen Gesprächs, das ich hatte mit Reik Gawe zu unserer Herkunftsgeschichte, die ich sehr interessant finde. Und dich verbindet ja ganz viel auch mit diesem Thema. Du hast selber auch Beiträge darüber gedreht oder veröffentlicht. Ich habe mit Interesse geschaut, wie du beschrieben hast, wo die Arier herkommen von Hyperborea und sich über Sibirien ausgebreitet haben und diese Urahnen, die ja aus ihnen entstammen wir ja. Dann bist du selber ein Russe und auf der Rückseite eines Buches von dir, das mir erst vor kurzem in die Hände gekommen ist, lese ich, dass du Trainer und Energetiker bist im russischen Fernost, Sibirien, der Mongolei, auf der Krim, in Deutschland und in Österreich zu Hause bist. Korrekt, ja. Erzähl mir und uns kurz etwas darüber. Das tönt nach einem sehr interessanten Leben, das du führst. Ja. Liebe Karin, siehst du auf der Rückseite diesen jungen, hübschen Kerl? Ja? Ja. Daran erkennst du, dass das Buch schon etwas älter ist. Ne? Vor 12 Jahren habe ich es geschrieben. Okay. Ja, das ist die Kurzbeschreibung des meines Drang nach Westen, ja? Persönlichen. Das ist auch in der Reihenfolge der Umzüge. Ich weiß nicht, ob da auch Kaukasus erwähnt hat, aber das ist so meine Wanderung innerhalb des Lebens hierher, ja, nach Europa. Und diese Verbundenheit mit alten Ländern, Kulturen, Räumen auch, ja, das ist etwas, was mich schon geprägt hat. Ja, ich will nichts davon missen. Ja. Ja, dieses Wissen, das ist ein Stichwort. Du hast unglaublich viel Wissen und mich hat fasziniert, alleine in einem Buch, in einem Tag, entschuldige, habe ich dieses Buch gelesen, was da für unfassbar interessantes Wissen für uns Menschen drin steckt, alleine in diesem Band. Du nennst dieses Buch Triada und lass mich damit einsteigen. Triada, Tri ist drei. Du hast in anderen Videos auch schon darüber gesprochen, dass unser Universum auf der Zahl drei aufgebaut ist und dass auch wir Menschen natürlich, also alles, aber auch wir Menschen mit dieser Zahl drei verbunden sind, also verschiedene Ebenen, verschiedene Dreiheiten auch in uns haben. Magst du uns dazu kurz etwas sagen? Ja, es ist ein grundlegendes Wissen, wenn man das verstanden und begriffen hat, auch integriert in Denkprozesse, diese Basis, dann hat man viel vom Universum wirklich erfasst. Und grob und kurz, das Schema ist so, dass wir drei Bausubstanzen oder Essenzen
der Welt haben. Und das ist Mm Information und das ist das meistens Vergessene. Man beginnt mit Energie und Materie. Information, ja, als Bauplan für alles. Egal was, braucht ein Bauplan und auch ein erschaffendes Bewusstsein oder Intelligenz. Also Information als erstes, dann Energie und dann Materie. Und sie bedienen sich gegenseitig. Man könnte sogar sagen, dass Materie eine Art verdichtete, stabilisierte Info-Energie ist. Also keine Extrasubstanz, sondern deswegen Triade. Sie entstehen und auseinander und bedingen sich gegenseitig. Und weiter dieses System auf Mensch übertragend wäre Auffassung des Menschen, nicht des Inkarnierten, sondern Menschen auch ohne Körper. Ja? Und das ist wichtig zu begreifen, dass wir im Körper eine historische Episode darstellen quasi. Ja. Das heißt, du bist immer da, aber ab und zu hast du auch ein Gefährt. Ja. Ja. Ab und zu bist du inkarniert, ist ja klar. Wenn du keine Inkarnation hast, bist du ja nicht weg. Also du bist was. Und das ist das, was wir als das Selbst bezeichnen können. Oft sagt man Seele dazu und verwechselt man die Begriffe. Aber es ist besser, wenn wir sagen das Selbst, nicht das höhere Selbst, nicht die Seele, sondern das Selbst und verstehen, dass dieses Selbst auch dreiteilig ist, eben aus Information, Energie und Materie bestehen. Und in menschlichen Begriffen würde das Geist bedeuten, Informationsteil Geist, energetischer Teil Seele und es gibt auch materiellen Teil. Wir reden allerdings von Feinstoff. Und nicht von Grobstoff, nicht das, was du mit der Hand anfassen kannst. Und das nenne ich Leib im Unterschied zu Körper. Ja? Leib als eine Instanz, die das Materielle erschafft, kreiert, steuert, instinktive Ebene. Ja? Das ist ein Pendant. Und genauso wie Geist sich zum Intellekt oder zum Verstand verhält, sich verhält. So auch die Seele zu der Psyche des inkarnierten Menschen. Genau dieses Verhältnis hat diese Leibinstanz, ja, des Selbstes, zum physischen Körper. Und schon haben wir die Triade wieder in den inkarnierten Zustand rübergebracht. Und das ist eben Intellekt, Psyche und der physische Körper. Und so sehen wir, wie dieses Prinzip Dreiheit alle Ebenen durchdringt. Wenn man das immer sozusagen im Hinterkopf behält, durch dieses dreiteilige Prisma alle Prozesse betrachtet, dann kommt man viel näher an die Wahrheit ran und blendet nicht aus viele informativen Prozesse zum Beispiel. Ja? Also wir sind oft auf der Ebene der Folgen mit unserer Analyse und die Information, die dem zugrunde liegt, betrachten nicht als eigenständige und sogar ursprüngliche und ursächliche Ebene, sondern wir denken, Informationen werden als Daten in irgendeinem Prozess, in einem Phänomen enthalten. Ja? Aber dass diese Daten dem Entstehen vom Prozess oder Phänomen zugrunde liegen, zuerst waren die Daten da, Bauplan, die Idee, und dann bekommt das irgendeine Form. Und wir versuchen oft diese Form oder die Folgen da irgendwie zu klopfen, zu begreifen, sie anzufassen und die informative Ebene, und das ist die wahre Magie der Schöpfung, lassen wir irgendwie aus dem Spiel. Aber hier genau ist unser schöpferischer Vorteil. Wenn wir auf die informative Ebene eingehen, können wir die Formel der Prozesse steuern. Und das ist Realitätssteuerung, die wir betreiben. Wunderbar. Ja, du sagst Magie und Schöpfung. Und ich finde auch, da sind wir beim Kern des Lebens angelangt oder einer der Kerne, wenn du so magst. Was mich Ja. interessiert, ist auch die Wechselwirkung dieser einzelnen Ebenen und insbesondere auch Sprache und Kommunikation. Und jetzt schreibst du hier auch, dass diese drei Ebenen, also die Seele, der Leib und der Geist, mit uns auf der Persönlichkeitsebene als impersonifizierter Mensch kommunizieren. Und mir ist das sehr nahe, wenn ich jeweils morgens aufstehe, dann bekomme ich Eingebungen beispielsweise. Es kommt zu mir. So verstehe ich das. Ist das auch eine Art der Kommunikation, wie diese mir übergeordnete Ebene, wenn man so will, mit mir als Person kommuniziert? Ja, Ist das? übergeordnet,
Ich würde das Wort grundlegende Ebene Ja. vorziehen, ja? Und eine Art Unidentifizierung vorschlagen, ja, dass man dieses Selbst, dieser Geist, Seele und Leib nicht als etwas Externes, Ja. Übergeordnetes, Ja. etwas mehr oder weniger Fremdes, über uns Schwebendes, als eine höhere Instanz betrachtet, sondern umgekehrt, dass du das eigentlich bist, dass wir Es das liegt uns viel mehr sind. zugrunde. Und ab und zu setzen wir uns da halt ein kleines Auto und fahren da 60 oder 100 Jahre durch die materielle Welt. Ja, Ja, das ist eher unser okay. Avatar, das ist eher, ne, wie im Computerspiel, hast du da deinen Agenten, ja, in der physischen Welt, dass wir uns eher damit identifizieren. Ja, Und ja, ja. sicherlich viele so diese sogenannte Eingebungen oder ob das jetzt geistige Art Inspiration ist, ne, oder seelische Art Intuition oder physische Art, so direkt Instinkt, ja. Okay. Das heißt, Informationsdurchgaben oder Eingaben, die von dir zu dir laufen. Und das Ja. erkennen wir nur deswegen nicht, weil wir so gewohnt sind, uns als den Inkarnierten zu denken, nicht als den Inkarnierenden. Und deswegen fühlt sich das so groß und irgendwie fehlerfrei und weise oder mächtig, wer auch immer, dass man sagt, das bin ich doch nicht, das muss irgendein Engel oder Gott sein und so. Ja? Also wir unterschätzen uns und die meisten Durchgaben, Inspirationen und Supports, ja, das wir im Leben bekommen, ist von dir selbst. Jeder bekommt von sich selbst und macht sich im Prinzip klein durch den Gedanken, nur große äußere Kräfte können uns da aus der Patsche helfen. Ah, das spricht mich direkt an jetzt. Ja. Wir befinden uns als Familie in einer Situation, wo wir, sage ich jetzt mal, es geht um einen neuen Wohnort und wir sagen oft zueinander, ja, jetzt darf die geistige Welt uns mal helfen, ja? Und schon sind wir genau in dieser Ebene wahrscheinlich, dass wir wie Hilfe von außen oder von einer Instanz erwarten und Ja. vergessen, dass wir das Ganze ja Ja. steuern. Siehst du das auch so? Das Ganze nicht, das ist nicht hundertprozentig. Ja. Es ist auch, spricht nichts dagegen. Man hat Freunde, genauso wie hier auf der Erde, so auch im Hyperraum. Also es spricht nichts dagegen, wenn du Hilfe brauchst, also deinem Freund sagst, du kannst mir mal, ne, helfen. Dann macht er auch gerne, auch umgekehrt, du kannst auch helfen. Genauso dort, ja, außer uns. Gibt es helfende, befreundete Wesenheiten, ob das Menschen sind oder Hejes oder Eoli, Engel oder Regnas, Götter, das ist alles als Netzwerk des Bewusstseins. Das ist in Ordnung. Bloß, wenn wir uns in diesem Netzwerk als Juniorpartner, als Bittsteller betrachten, dann degradieren wir uns selbst und das muss nicht sein. Das ist wie ein Freund zu dir kommen würde und demütig betteln, ja, Karin, kannst du mir bitte, ja, und du sagst, hey, was ist los mit dir, ja, so, genauso sollen wir auch mit der sogenannten geistigen Welt, ja, ich mag den Begriff nicht, Hyperraumwesenheiten, verschiedenste Art. Wir sollten partnerschaftlich freundlich umgehen mit den Freunden, mit den Feinden, die gibt es auch, muss man auch bestimmt und machtvoll umgehen. Aber wir sollten aufhören, uns klein zu machen. Ein wunderbares Wort, du sprichst mich sehr an. Was du auch sagst, Gor, ist, dass alles Bewusstsein ist. Alles. Und dass jedes Bewusstsein auch kommunikationsfähig ist. Du gibst das Beispiel, dass wir mit der Sonne sprechen können. Und es ist dann kein Monolog, es ist tatsächlich ein Dialog, in den wir eintreten. Wenn meine Tochter abends mit ihrem großen Kuscheltierhund spricht, kann ich das auch darauf übertragen? Ist sprichwörtlich alles, auch das, was wir als nicht beseelt empfinden, ein Bewusstsein, mit dem wir sprechen können? Ich sage nicht, alles ist Bewusstsein, ich sage, alles
ist aus dem Bewusstsein entstanden, von egal was, alles ist von irgendeinem Bewusstsein kreiert und alles hat ein Bewusstsein und das Bewusstsein ist extrem graduell unterschiedlich. Ja? Auch ein Stein hat ein Bewusstsein. Ne? Also ich meine jetzt nicht einen tollen Kristall, sondern wirklich so ein Stein, das auf dem Wegrand liegt. Dieses Bewusstseine sind sehr unterschiedlich im Tempo, in der Auffassungsgabe, im Grad von Kreativität, Schöpfertum und so weiter. Oder freie Wille, extrem unterschiedlich. Und viele Bewusstseine sind also eher Echos, ne? Was so ein Stofftier. Was für Bewusstseinsanteil ist hier? Jemand erschafft das. Ja, mit der Idee, aus der Idee heraus, ein lebendiges Tier nachzubauen. Ja, das heißt, diese Idee, das ist eine Brücke zu diesem tierischen Bewusstsein, sagen wir ein Teddy, ja, Bärenbewusstsein. Es gibt ein Deva, also eine Hyperraumwesenheit, das Bären erschaffen hat und betreibt und betreut, also sozusagen Gruppenseele dieser Spezies oder dieser Art, Tierart, also diese Gruppenseele. Wird angegangen, indem man Nachbildungen macht. Das ist sozusagen wie kleine Körperbildnisse, die hologrammatische Funktion haben. So wie man kennt das in Voodoo. Ja? Man macht eine Abbildung von einem Menschen und verbindet diese Abbildung durch das eigene Bewusstsein mit diesem Menschen. Und man hat dadurch Einwirkung, weil das verbunden ist, dieser Mensch und das Bildnis. Genauso hier. Wir haben also Bildnis, das mit der Gruppenseele der Bären verbunden ist. Also haben wir einen Teil des Bewusstseins des Bären sozusagen hier schon angezapft und eingepflanzt. Und dann geben wir auch unsere Fraktale hinein, ja, auch die Kinder, die damit spielen oder Erwachsene, da färbt das ab. Das ist ein Abglanz deines Bewusstseins, das da reingeht. Das Kind will, dass dieses Tier lebendig ist. Es will damit kommunizieren. Es erweckt regelrecht zum Leben sowas wie, das ist nicht mehr Egregor. Na, doch kann man auch das Wort verwenden. Sozusagen eine künstlich von Menschen, nicht vom Gott, nicht vom Deva, des Bären, aber schon von diesem kleinen Menschen, kleine erschaffene quasi Seele, ja, die verbunden ist mit diesem Bären. Also es ist absolut real, das ist nicht einfach Fantasie. Also die Menschen, die Erschaffer und die spielende Kinder beseelen real. Dieses Stofftier. Ja? Und sie ist imstande, dann Kommunikation ist real, das ist kein Fake, das ist nicht einfach ein Spiel. Wir unterschätzen die menschliche Fähigkeit, diese Entitäten zu erschaffen. Das tun wir. Das tun wir dauernd. Also jede Idee hat so einen Anflug von der Seele. Ein Konzept, ein stabiles Konzept bekommt so Bewusstsein, eigene Existenz. So auch, wenn das Tier vom Kind so mit Liebe und Bewusstsein belebt wird, es ist ein stabiles Bewusstsein. Die meisten Erschaffungen von uns, meisten Bewusstsein sind flüchtig. Ja, flackern auf und vergehen, also Idee, und dann haben wir es vergessen. Aber hier, wo Stabilität, Liebe und so diese reale schöpferische Begeisterung da ist, da überspringt der Funke. Wir haben hier mit einer Nachbildung der Schöpfung zu tun. Genau so, genau auf diese Art und Weise erschafft Gott menschliche Selbster. Ja, durch Liebe, durch diese Zuneigung und Überspringen des Funken. Das Kind macht nach. Wir sehen genau das, was Gott macht mit der Schöpfung. Ja, beseelen. Ja, und wir lachen darüber und sagen, das ist nicht real. Das ist das Realste der Welt überhaupt. Du hast ein Stichwort gebracht, auf das ich mit dir auch zu sprechen kommen wollte, den Egregor.
Mir begegnet das auf unterschiedliche Weise in letzter Zeit. Und du hast in einem Video, das ich sehr beeindruckend fand, den Egregor der Freiheit kreiert mit jenen, die das Video schauen. Das ist ein sehr kraftvoller Vorgang. Erläutere uns bitte nochmal, Gor, was ist ein Egregor und wie kommt er zustande? Meistens wird das Wort von mir zumindest verwendet im Sinne kollektiv Erschaffenes fürs Kollektive. Ja? Also ich habe jetzt Beispiel einer individuellen Egregors gebracht mit dem Stofftier. Meistens entstehen Egregoren, wenn viele Menschen daran arbeiten. Das heißt, man kann passiv Millionen von Menschen erschaffen, Egregor von Coca-Cola. Ja? Es wird wesenhaft oder egal was, ne? Zigaretten, was auch immer. Es gibt Haufen Egregoren, das, worauf viele Menschen, Millionen von Menschen fokussieren und das dauernd tun, machen. Es bekommt sozusagen wie ein Eigenleben, ne? So wie eine Seele. Man kann das mit weniger Menschen oder gar individuell machen, mit viel mehr Fokussierung, Professionalität, was die viele Menschen machen sozusagen, ne, unbewusst, ne, oder unterbewusst, aber durch die Masse und durch dauerhaft entsteht so eine Stabilität eines quasi Bewusstseins, sekundären Bewusstseins. So kann man auch fokussiert und professionell mit einer kleinen Gruppe machen und erschaffen eine quasi Wesenheit oder ein sekundäres Bewusstsein. Sekundär im Sinne nicht vom Gott erschaffen oder nicht von einem Demiurgen, sondern na, von Menschen, na, also dritten Ranges. Und man kann das mit verschiedenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Qualitäten belegen oder ausstatten. Wie ein Charakter kreieren. Und das ist wie, wenn viele Bewusstseinsstrahlen von mehreren Menschen genau dasselbe tun. Man macht sozusagen ein Gravur in das Infofeld und dieser erschaffene quasi Bewusstsein ist imstande oder von uns wird befähigt, so einen Quantensprung zu machen. Und das ist Selbsterkenntnis, dass wir sozusagen auch wachen, ein Moment, wo ein Bewusstsein sagt, oh, ich existiere. Ja? Das ist sozusagen ins Leben kommen, in die Existenz gebracht. Das ist so wie ein Avatar da am Ende vom Film, so die Augen, bam, aufmacht. Das passiert mit einem Bewusstsein, das entweder von vielen passiv oder von wenigen aktiv, schöpferisch erschaffen wird. Ob das lange existiert, hängt davon ab, wie stabil, wie viel Substanz haben wir da reingegeben oder machen wir weiter, betreuen wir dieses Kind, dieses geborene Bewusstsein, ja? Lassen wir es wachsen, füttern, kommunizieren, dass es irgendeine eigene Stabilität bekommt. Das Kind wird auch von allein nicht überleben, ja? Auch wenn du es gebärst, aber du nicht fütterst, nicht erziehst, wird nicht überleben. Genauso hier. Man kann diese Bewusstseine stabilisieren und zum Eigenleben bringen. Und das tun Menschen im Prinzip auch automatisch, unbewusst und mit jedem Scheiß, ja, ob das Coca-Cola ist oder irgendeine Schokolademarke. Aber dieselbe Fähigkeit, nur gut eingesetzt, kann man darauf ausrichten, dass wir sinnvolle, notwendige Bewusstseine ins Leben rufen, die uns dann auch wiederum helfen, wie der Egregor der Freiheit, Freimir Kron. Ja? Wir machen daraus einen taffen, guten jungen Mann, der auch uns dann dienen kann und das macht er gerne, weil genauso ist er erschaffen. So, das ist im Prinzip dasselbe, bloß mit Sinn, Professionalität versehene Prozess. So bauen wir Egregoren. Nun sagst du ja, die werden sehr oft unbewusst erschaffen. Und sie können genauso gut bewusst erschaffen werden. Und da braucht es dann auch nur eine vergleichsweise kleine Gruppe, um einen sehr kraftvollen Egregorn entstehen zu lassen. Mir kommt spontan die Angst in den Sinn, ja, die in den letzten Jahren ja
große Teile dieser Welt beherrscht hat. Was glaubst du? Also ist es so, dass gewisse Kreise natürlich auch destruktive Egregoren ganz bewusst und auch zu destruktiv einsetzen, um die Menschheit entsprechend zu steuern, Ja, oder? sicher, ganz sicher. Ja. Also gerade deswegen auch notwendig, dass wir auch aktiv an dem Prozess teilnehmen. Das ist ein Spiel, das ist eine Konkurrenz. Ja. Wenn wir das Feld einem bösen Buben überlassen, wieso wundern wir uns, dass wir das ernten, was wir jetzt gerade ernten? Verdummung, Verkonsumierung, das ist ein katastrophaler, desaströser Zustand des Bewusstseins der Menschheit. Also man sollte schon dagegen steuern und einfach nur Opposition spielen und jammern drüber, wie uns hier alle manipulieren. Also wo sind wir denn? Hast Ja, du kein genau. schöpferisches Bewusstsein? Was trägst du dazu bei? Was ist dein Beitrag? Wie hilfst du der Menschheit? Wie hilfst du der Erde? Wie hilfst du Gott, diese ganze Pest wegzukriegen? Das ist eine Epoche, wo diese Pest verbrannt wird. Was ist dein Beitrag? Ja, also das sind die Fragen, die ich jetzt einfach in die Runde werfe, damit wir verstehen, dass wir gefragt sind. Absolut. Und deshalb finde ich es wunderbar, dass sie auch uns bewusst werden und andere bewusst machen, dass es Egregoren, wie man es auch immer nennen mag, gibt, die wir aktiv kreieren können. Wir sind nicht die unbeholfenen, manipulierten, einzelnen kleinen Menschen. Es ist wichtig zu wissen, dass wir diese Macht haben. Das klingt vielleicht so ein bisschen technisch, das Ganze, was wir jetzt besprechen. Man kann dann einfach übersetzen und sagen, okay, erschaffe Engel und erschaffe Qualitäten. Erschaffe Freudewesen. Erschaff Freude, Funken in der Welt. Benenne für dich das irgendwie so, dass du dich nicht überfordert fühlst. Oh, Gott hat gesagt, Gregoran, da muss man Parameter aushandeln, Liste, Fokussierung, bla bla. Das klingt alles so, ich bin ja nicht professionell genug, ich bin nicht qualifiziert. Jeder ist qualifiziert. Es geht viel mehr, deswegen war dieses Beispiel mit dem Kind sehr wichtig. Es geht viel mehr um deine Seelenqualität, viel mehr um, wofür dein Herz brennt. Wofür dein Herz brennt, gelingt. Das ist der Punkt. So Das, was schön. du richtig gut findest, Ja. das klappt. Ja? Ja, Und ja, ja. oft ohne wie. Ja? Also das ist doch das, worüber wir auch gerne stolpern. Wie mache ich? Okay, ich habe alles verstanden. Wie mache ich das? Wie ist die Technologie? Viele Sachen funktionieren ohne Technologie. Ja, und wenn du einfach mit dem reinen Herzen rangehst und sagst, so, ich will jetzt Folgendes erschaffen, es werden irgendwelche Engel dahinter da ein paar Regler drehen, damit es klappt. Ja? Oft fehlt einfach die Initiative, die Mensch als Ebenbild Gottes, kann vieles in Bewegung bringen, anstoßen. Vieles dürfen unsere Freunde im Hyperraum gar nicht anfangen. Ne? Sie warten auf Initialzündung von einem Menschen. Wenn ein Bewusstsein da kommt und sagt, okay, ich will, dass in dieser Welt Folgendes geschieht, ja, und das ist gerecht, das ist schön und das ist nützlich und das ist zukunftsträchtig. So. Und angenommen, er hat er nicht alle Ecken durchdacht. Ja, nicht alle Zusammenhänge in die Schlüssigkeit gebracht, ja? Nicht alle Schräubchen bedacht im Hintergrund. Okay, da gibt es Hilfe, da gibt es Support, aber es geht viel mehr um den wahrhaftigen Impuls, also der Schöpfung helfen, sie zu entfalten. Nicht illusionär, nicht träumerisch, ja, es ist kein Wunschkonzert. Ja, also realitätsnah bleiben. Ja? Auch die Hyperraumrealität ist Realität. Es ist nicht einfach, okay, bestell dir was. Ja? Keine Bestellung bei Universum, sondern so wie in diesem Leben verwurzelt und realistisch sein. So auch dort im Unsichtbaren. Und sei gewiss, es gibt auch eine Hilfe. Ja. Wunderbar. Und am Anfang oder wo auch immer, jedenfalls ein wichtiger Bestandteil ist, dass ich mir bewusst bin,
dass ich diese Kraft, dass ich diese Schöpferkraft habe und sie nutzen kann, wie auch immer. Bestimmt, es gibt Möglichkeiten oder Bestandteile. Du hast zum Beispiel diesem Egregor einen Namen gegeben. Du hast ihm ein Aussehen verliehen. Man kann mit Musik, mit Klängen, kann man diese Wesenheit, die Erschaffene, immer stärker und größer und fassbarer machen. Ja, es gibt so Möglichkeiten. Und doch am Anfang steht der Wille und das Bewusstsein, ich kann das und ich mache das. Ja, 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 ja. Gut, dass du ansprichst, ja, die Parameter. Das macht plastischer. Ja. Ein Kind hat immer einen Namen für seinen Freund. Ja? Also wie wollen wir einen Freund erschaffen? Das ist ja ganz klar, wir sind ein Freund. Wir erschaffen ein Bewusstsein, ein Egregor, das eine wichtige Arbeit tut. Also und ohne Name, wieso? Ja? Ohne Form, ohne Aussehen, ohne dass wir für uns eine Möglichkeit geben, also in Kontakt wie mit einem Menschen zu kommen. Wieso? Das ist eigentlich ganz natürlich. Ja. Ja. Ich werde dein Video verlinken unterhalb dieses Beitrages, diese Erschaffung des Freien Mikrofon. Freimikron. Genau, dann das ist wirklich, das nimmt mit, das wird ganz plastisch dann. Ja, Danke wunderschön. dir, das ist eine gute Idee. Ich habe schon Ja. vergessen, ja, dass ein Video existiert. Ich Ja, dachte, du. wir haben da im Geheimen der Ringe geschult. Das ist schon eine Weile her. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, Hey, nein. hat sich übrigens, ja, da kann ich berichten. Wenn du etwas erschaffst, was Substanz hat, was imstande ist, so diesen Quantensprung zu vollziehen und sagt, ich bin, ja, diese göttliche Aussage. Und das Bewusstsein erwacht zum Leben. Und das ist besser, ja, in der Gruppe zu machen, aber fokussiert, also dasselbe wollen und es auch geben, nicht nur wollen, weil es ist ein Teil von dir, das dahin fließt. Und wenn aus mehreren Seelen diese Absicht und Seelenenergie einen Stoff bildet für dieses Wesen, dann geschieht das auch. Dann kann man auch oft beobachten, wie sich das Wesen entwickelt. Und über Freimikron kann ich berichten, dass es eine Entwicklung gab. Man schaut irgendwann ein bisschen später, na, wie sieht der Egregor jetzt aus? Ja? Ja. Und erkennt so einen Reifungsprozess. Das ist so schön wie mit den Kindern, die groß geworden sind und aus Hause ausziehen. Und ab und zu beim Kontakt stellst du fest, okay, das ist schon passiert und hier hat er das getan oder das begriffen. So ist auch mit einem guten Egregoren so ein väterlicher oder mütterlicher Freude, dass du siehst, okay, es steht auf eigenen Beinen. Es hat sich entwickelt und agiert auch in der Welt. Ne? Das ist auch so die Belohnung hinterher. Erzähl uns mehr, denn mir als freiliebendem Menschen, ich bin interessiert zu wissen, wie es dem Egregor der Freiheit geht, was er tut, wie weit er schon gekommen ist, wenn sich das überhaupt beschreiben lässt. Bitte erzähl uns doch kurz. Ja, die ursprüngliche Idee war vorrangig ihn so ein bisschen mit ein bisschen mit Rebellion-Energie auszustatten, ja, so ein bisschen nicht, also oppositionell nicht mitmachen, so ein bisschen aufständiger, ne? Was aber in der Entwicklung eintrat, dass der Mann intelligenter ist als von Erschaffern ursprünglich gedacht oder mehr auf Intelligenz setzt und auch mehr Geduld hat. Also kein Revoluzer draus geworden, sondern schon ein in jungen Jahren so weises Bewusstsein, das versteht, Freiheit ist nicht einfach so pubertäre Reaktion auf alles, was dir nicht passt. Ja? Das sieht viel mehr nach Freiheit aus, aber Freimikron hat eher so tiefere Ebene der Freiheit für sich erfasst. Das ist mit Reife was zu tun hat, mit Souveränität was zu tun hat. Nicht unbedingt mit Ausdrucksform deiner Freiheit, sondern eher mit innerer Substanz. Ja? Souveränität ist ein wichtiges Wort und Reife. Und arbeitet eher im kollektiven, menschlichen, informativen Feld an diesen Qualitäten.
Und nicht illusionär, alle werden jetzt reif, souverän. Das ist nicht möglich, weil die meisten Menschen jetzt auf dem Planeten einfach nur junge Selbste sind. Noch in Baby- oder Kleinkindalter, drei Inkarnationen, zwei Inkarnationen, fünf Inkarnationen, da kannst du noch nicht viel erwarten. Aber explizite Arbeit an älteren Selbsten, dass sie sich schneller erinnern an die gottgegebene Souveränität, ne? Freiheit in diesem Sinne und des freien Willens. Und der Wille ist nicht einfach etwas, was Nein sagt, sondern es muss auch Ja sagen zu irgendetwas. Freie Wille hat was mit Kreation zu tun, mit Erschaffung von Prozessen, von Ereignissen, Ereignisketten. Das ist einer, der in der Welt mit anpackt. Ne? Das hängt alles mit Freiheit zusammen, ne? Seite der Verantwortung. Und wenn wir das alles nicht mit einbeziehen, dann sind wir eher rebellisch. Aber das Rebellische ist einfach von was weg, ja? Was ich nicht will. Wichtig ist aber zu wissen und dann auch zu tun, was man will. Und das zu begreifen, das gehört auch zu der Freiheit. Und das ist das, was der Mensch nicht so ganz überblickt. Ja? Er trennt das sozusagen. Ne? Und das ist das, was Freimikron an dieser wichtigsten Substanz in den freien Willen der Menschheit und auch in die Verstände, in die Geister jetzt so einflößt. Ne? Es arbeitet daran, immer wieder diese Seite, ja, die Seite anzuschwingen, dass man versteht, dass man längst nicht mehr pubertär ist. Wunderbar. Und sich erinnert, sich Ja. erinnert. Und widerspiegelt sich das, ja, was ist das für eine Frage? Natürlich, das widerspiegelt sich auch in diesem sogenannten Aufwachprozess, oder? Ja. Den wir hier als Menschheit zurzeit erleben, in dem immer mehr Menschen begreifen, wer sie überhaupt sind und woher sie kommen. Ja, und ja, da sind wir mitten in einem nächsten Thema dieser Zeit des Wandels, die allgegenwärtig ist natürlich und bei der du auch etwas sehr Interessantes gesagt hast. Das Wesentlichste an diesem Wandel, neben allem, was wir da im Außen erleben werden, ist diese Energiequalität, die sich ändert auf der Erde, auf dem Planeten. Also wir erleben eine Änderung der Energie mit hier. Da wollte ich dich fragen, wie, in welcher Ausprägung geschieht das? Also wie nehmen wir das wahr, dass sich die Energie der Erde ändert? Und in einer zweiten Frage dann natürlich, was können wir tun, um da mitzugehen? Ja. Spüren tun viele auch auf der energetischen Ebene, die du angesprochen hast. Viele Transformationsprozesse, die jetzt Systeme durcheinander bringen, Menschen oft durcheinander bringen, die es verstehen, dass Transformationsprozesse und keine Krankheiten sind, ja? Trotz Beschwerden. Die sind besser dran, weil sie sozusagen dem Prozess nicht Nein, sondern Ja sagen, ne? Und das erleichtert natürlich den Verlauf. Und sie sind zahlreich, diese energetische Transferprozesse. Das ist jetzt im Menschlichen zu spüren. Auf der Erde beobachtbar, direkt sichtbar, diese Energieveränderung. Das ist das, was wir im kataklysmatischen Anlauf jetzt schon sehen. Ja? Es ist so wie Mensch eine Hitze bekommt, wenn bei ihm Prozesse laufen oder es fängt an, da zu zappeln oder Unwohlsein empfinden. Das Gleiche sehen wir mit unserem Planeten. Es ist ja das, was wir Wetter nennen, ist sozusagen ein bisschen Seelenzustand des Planeten. Und es kommt in Wallung. Und es schüttelt und rüttelt und es gibt Erdbeben und Vulkanausbrüche. Ja? Wenn wir das nicht einfach als mechanische Prozesse begreifen, sondern verstehen, dass es geht um Körper unserer Mutterplaneten. Ne? Und dieser Körper zeigt verschiedene Reaktionen. Oder sie beginnt, die Gea, ja, mit ihrem Körper na, schon die
Umstrukturierungsphase. Wir sind noch im Anfang. Es ist noch keine große Tektonik im Spiel. Der Himmel ist noch nicht rot geworden. Es ist noch kein Supervulkan hochgegangen. Noch keine Absenkung, Anhebung von Platten. Das kommt alles noch. Es wird dramatisch genug. Ja? Wir werden schon sehen, dass sie ihren Körper umformt und auch im Raum, im Orbit ein bisschen anders legt. Ja? Und Pole und so weiter. Magnetosphäre verändern, Erde verdichten. Es kommen schon ziemlich dramatische oder spektakuläre oder historische Shows auf uns zu. Und lieber nicht mit Angst das so betrachten. Wir können es eh nicht ändern. Sie hat Recht darauf, einmal in ein paar tausend Jahren bei sich auch so ein bisschen Reset zu machen, körperlich. Also da sehen wir, was mit der Erde passiert und lieber eben mitmachen. Das heißt, wir helfen, wir ermutigen sie, wir sagen ja. Das ist dann nicht gegen den Menschen Widerstand, der sowieso gebrochen wird, sondern mit uns als ein bisschen Hebamme, als Freunde, die sagen, okay, wir helfen dir energetisch. Und das macht das Ganze sanfter, wenn wir ja sagen. Das ist so die irrige Idee. Solange wir sagen, ach, liebe Erde, ja, oh Gott, bitte alles sanft lassen. Es wird härter. Weil das ist Widerstand, das wir leisten, und es wird gebrochen. Ja? Oder und umgekehrt. Du sagst, okay, jetzt mach mal, Frau gebiert. Ne? Jetzt nur pressen, pressen. Du sagst nicht, behalte das bitte bei dir. Ich will jetzt kein Blut sehen, kein Wasser sehen. Das ist alles zu dramatisch. Keine Behalte bitte Schmerzen deine. empfinden, ja, Ja. klar. Schrecklich, Schwangerschaft. Ne? Du hast Ja. doch 9 Monate ausgehalten. Behalte es bei dir einfach noch 3 Monate. Ich bin doch, es ist scheißegal, was du Ja. willst. Es ist kein Wunschkonzert. Also du sollst jetzt helfen, dass Geburt möglichst sanft und glücklich verläuft. Ja, also dann tu Indem du das. den Widerstand reduzierst, rausnimmst, sondern Ja. mitmachst. Ja. Ja. Und nicht umfallen. Was nützt da ein Ehemann, der da umfällt und auch noch behandelt werden muss? Ja? Also, wir sollen helfen, unserer Mutter Erde einmal diese Prozesse anzugehen. Und wir reden jetzt von körperlich-energetischen Formen dessen, was auch dahinter läuft, wieder zum Thema Triade, ja? Informatives. Und wir haben jetzt Updates und Upgrades ohne Ende. Meistens von der Sonne, hast du anfangs auch davon gesprochen. Ja, die meisten Informationen laufen über Sonne als Wesenheit, ne, oder Sol, oder wie die Inder sagen, ja, Surya, Dev. Ne? Dev bedeutet Gott. Ja? Sonne, Gott. Es ist gut für uns, wenn wir verstehen, dass es nicht einfach so irgendein Feuerball ist, ne? Und nicht einfach nur Portal, sondern auch eine Wesenheit. Auch eine lehrende Wesenheit, verändernde Wesenheit. Und was er jetzt leistet, gerade an informativen Updates und Upgrades, das ist beachtlich. Es ist unglaublich, was da jetzt eingespeist wird, auch in die organische Materie, damit wir diesen Sprung schaffen. Ja? Und wenn man den Sol jetzt anschaut, letzte Jahre, Monate, Wochen verstärkt, was für Intensität, was für glänzendes, informativ gesättigtes Licht da ist. Wenn du mit ihm kommunizierst und sagst, okay, ich lass mich jetzt upgraden und imstande bist, diese Intensität auszuhalten, den Glanz. Und du bist imstande, das auszuhalten, wenn du auch strahlst und glänzt ihm entgegen. Ja? Dann ist es möglich, dass du es aushältst. Dann kannst du direkt diese transformative, sogar transzendente Wirkung von Surya Dev, von Sol, Invictus erfahren, spüren. Ja? Und das ist ein Prozess, das deine Kraft braucht, das deinen Mut braucht. Ja? Wir gehen in eine andere Epoche. Nutze Support. Ja? Ist dein Freund und er will dir helfen. Und du sagst, ah, das tut mir weh. Ja, das tut dir weh, weil der Sturm, der kommt, braucht einen Wellenreiter. Er will dich upgraden, damit du die Fähigkeiten bekommst, diese kosmische Welle zu reiten. Und du sagst, das ist mir zu viel. So what? Also wir sollen uns das Herz fassen und mutig in diese Transformation reingehen und aufhören zu betteln, ach bitte, bitte jetzt, nicht jetzt und nicht so hart und nicht so schnell und nicht so groß. Wenn wir den Switch kriegen, dass wir das begrüßen, ganz groß, diese Wandlung, Verwandlung zum Guten,
Und du bist ein Teil dessen, das entscheidet, das zum Guten gewandelt wird. Wenn wir das begrüßen, mittragen, mitgestalten, umso besser wird es laufen. Aber du kannst diese Schwangerschaft nicht zurückdrehen. Du kannst nicht einfach durch dein, ach, ich möchte es nicht, Ja. wirklich machen. Es ist einfach da. Und wir Ja. sind groß und alt und keine Kinder mehr, die einfach sagen, ich will das denn nicht haben. Es spielt keine Rolle. Wolle es, es ist viel besser. Wisse, was du willst, wolle, was du weißt und helfe einfach Gott und Schöpfung bei diesem gigantischen und großartigen Quantensprung. Gott, das ist so schön, wie du das jetzt gesagt hast, dieses Plädoyer. Es ist wunderbar. Ich werde das mir sehr zu Herzen nehmen. Und es ist schon erstaunlich, weißt du, ich denke an die Geburt meines ersten Sohnes. Die dauerte nicht besonders lang im Vergleich zu anderen Geburten, aber es gab eine Phase, da dachte ich, so, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr, jetzt habe ich genug von diesen Schmerzen. Und genau in diesem Moment kam die Hebamme zu mir und sagte, Frau Schrag, nutzen Sie diesen Schmerz, wehren Sie sich nicht gegen ihn, leisten Sie keinen Widerstand, sondern reiten Sie auf dieser Schmerzwelle. Und ich glaube, es dauerte eine halbe Stunde und dann war unser Sohn geboren. Und genau das hast du jetzt beschrieben. Genau in diesem übergeordneten Prozess befinden wir uns. Und ich kann auch anhand meines Sohnes sagen, das, was da geboren wird, ist etwas Wunderbares. Ja? Wie beschreibst du es, wenn ich dich fragen würde, Gord, wo gehen wir denn hin? Wie? In welchem Geburtsprozess stehen wir als Menschheit? Steht auch die Erde als Planet? Wo geht die Reise hin? Die Wahrscheinlichkeiten, wo die Reise hingeht, haben sich verengt. Es gab vor Jahren Varianten, auch sehr ungute Varianten, wo sich die Reise hingeht. Zum Beispiel in transhumanistische Zukunft. Also all diese Ja. Bill Gates, Klaus Schwab und Elon Musks Ja. Horrorvorstellungen der Zukunft. Sie sind jetzt wahrscheinlichkeitstechnisch geschrumpft, viel geringer geworden. Jetzt Schön. sieht so aus, dass die Menschheit eine einheitliche Zukunft bekommt. Das heißt nicht irgendwo so hochtechnologisierter Labor-Horror, ja, und da draußen die Wilden da, die in Wäldern leben. Ne? Also nicht diese dystopische Geschichte, sondern dass die Menschheit jetzt nicht in zwei, nicht in drei Wahrscheinlichkeiten aufgespalten wird, Ja. sondern schon Ah. beieinander bleibt in einer Art Zivilisation. Wow. Ich kann an dieser Stelle auch noch vielleicht ein gutes Buch von mir empfehlen, das heißt Neue Welt. Ja? Ja. Das ist Beschreibung, damit wir das Ganze nicht nur auf menschlichen Ebene verstehen, sondern diese Verwandlung läuft ja auch in anderen, in unsichtbaren Welten, in anderen Frequenzbereichen, kann man sagen. Ja? Ob dort halt Dschinns und Dämonen leben oder auch Engel, höhere Sphären, dort läuft ja auch die Verwandlung, auf der anderen Planeten, dass wir nicht denken, dass es nur um uns geht. Ja, Und okay. diese Verwandlung läuft auf eine andere Realitätsbeschaffenheit hinaus. Das ist das Wesentliche. Ja, nicht einfach, wie spezifisch da unsere Gesellschaft ausschauen wird oder Wirtschaft, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil das sind sekundäre Prozesse. Das Zentrale ist, dass die Realitätsbeschaffenheit, und wir haben den Begriff nicht mal im Kopf, niemand hat uns in der Schule erzählt, dass Realität als solche sich ändert, verschiedene Zustände einnimmt. Und diese Zustände sind wie Aggregatzustände zum Beispiel, ja? Also das Wasser ist ganz anders als Eis und Dampf ist wiederum ganz anders. Das heißt, wir sehen hier, dass ein Element völlig unterschiedliche Zustände einnimmt. So ein bisschen als Analogie hat die Realität auch verschiedene Beschaffenheiten haben. Und das hängt mit diesen Informationen, Energie und Materie zusammen. Verschiedene Kombinationen. Und unter anderem gibt es außer Kombinationen auch den getrennten Zustand, den wir jetzt leben. Alle drei Substanzen sind weit voneinander entfernt.
Und es gibt verbundene Zustände, wo wir jetzt hingehen. Und das ist für uns jetzt eine sehr alte Erinnerung. Das ist schon über 20.000 Jahre her, wo wir oder wenige von uns, weil die meisten waren noch gar nicht im Inkarnationsprozess angetreten, so eine Realitätsbeschaffenheit noch erlebt haben. Das ist in kollektiven Erinnerung als Mu-Epoche geblieben. Und wir können sehr wenig darüber sagen, weil es überhaupt nicht zu unseren heutigen Begriffen passt, so eine verbundene Realität. So, da gehen wir hin. Und sie hat ihre Parameter, sie hat ihre Eigenschaften. Wir werden große Schwierigkeiten und großes Glück damit haben, weil es völlig anders ist. Intensiv. Du kannst da in der Welt der Offensichtlichkeit nicht mehr manipulieren, zum Beispiel, ja? Weil es offensichtlich ist. Die Wahrheit ist sichtbar. Lüge ist sichtbar. Also das ist so nicht, wie wir mit dem Sack auf dem Kopf hier rumlaufen und versuchen dann über Analyse irgendwie da auf die Sachen ranzukommen. So, viele Sachen sind völlig anders. Dadurch ergibt sich zum Beispiel Machtstrukturen völlig anders sein werden. Wenn Manipulation nicht möglich ist in einer Realitätsbeschaffenheit, ist heutiges Regierungssystem auch nicht möglich. Ja? Nicht, weil wir das überlegt haben, wie wir das ändern, sondern es gar nicht geht. Es wird anders funktionieren. Viele andere Sachen, auch Wirtschaft, aber das sind sekundäre und drittrangige Prozesse. Und das ergibt sich daraus, dass Realitätsbeschaffenheit an sich eine andere wird. Und das wird so circa 10 Jahre dauern, vielleicht 15, bis sich das Stück für Stück einpendelt. Nach all den Katastrophen wird dieses goldene Zeitalter, kann man es nennen, entstehen. Bloß, dass wir nicht denken, dass wir uns alle zurücklehnen. Das ist ein sehr intensiver Zustand. In einer solchen Realität zu leben, brauchst du viel Intensität, Power, Mut, Energie und so weiter. Ja? Dieser goldene Zeitalter kostet dir auch was. Das ist nicht einfach Urlaub. Ja? Das ist etwas, was na, mehr oder weniger unvermeidlich geworden ist. Eine beschlossene Sache, grob. Ne? Vielmehr ist jetzt variabel, wie wir dahin kommen. Wie viel Verlust das bedeutet, wie viel Leid das bedeutet, wie viele Menschen werden sterben, wie viele werden es überleben, wie viele Kulturgüter beibehalten werden, wie viel Wissen rübergebracht, rübergerettet werden kann, wie viel von guten Früchten unserer Zivilisation gerettet werden kann. Das sind all die Variablen. Hier stehen viele, viele Fragezeichen. Mit wie viel Lerneffekt gehen wir in die nächste Epoche? Oder einfach dumm geschlagen, blutig, ja? Oder belehrt, verstanden, stolz auf die Leistung währenddessen. Das sind die Sachen, die jetzt entschieden werden. Und es ist nicht egal, ob du jetzt einfach dich zurück lehnst und sagst, okay, ich warte einfach ab, da kommt die Epoche. Nein. Das wird viel Leid bedeuten. Nur wenn wir aktiv an Gestaltung des Prozesses mitarbeiten, werden wir großen Nutzen bekommen. Also ich sage, da wo wir hingehen, ist mehr oder weniger beschlossen. Aber wie wir dahin gelangen, das ist eine ganz offene Frage. Und es hängt direkt von unserem Mut, Schöpfertum, reinem Herzen, deinem Ethos ab, wie wir diesen Prozess gestalten. Wunderbar und ermutigend, und natürlich gleichzeitig, eben, du sagst es, du appellierst an unseren Mut. Es wird Mut brauchen, es wird einen starken Willen brauchen. Gibt es noch andere Wege, wie wir uns konkret darauf vorbereiten können, auch vielleicht körperlicher Natur, weil du sagst ja, die Energie verändert sich. Ja. Was gibt es, dass wir, wie wir uns wirklich vorbereiten können auf diesen Prozess? Ich lege schon absoluten Schwerpunkt auf Bewusstsein, auch auf Intellekt, auf Psyche, auf Qualitäten wie Mut, Ethos, Größe, Format, reines Herz, körperlich. Sicher, gewiss, du kannst dir das erleichtern. Fangt an zu fasten, sich zu reinigen. Fangt an, die Sonne anzuschauen. Fangt an, vielleicht der eine oder der ein andere auch einen Lichtnahrungsprozess. Nicht lange, 3 Wochen, 5 Wochen, Monat, anderthalb, 2. Ja? Dass du
Also diesen Willen durch Taten bekundest, in den Transformationsprozess einzutreten, dass du dich nicht sperrst. Ja? Du sagst, zeigst durch deine Taten der Welt, das ist ein Statement. Sagen, ja, ich will. Und eine Sache ist das Denken, andere Sache ist das Sagen, das dritte ist das Tun. Und wenn du körperliche Aktionen machst, lauf barfuß über die Mutter Erde, mach dich nackt, geh ins Wasser baden. Vor kurzem war am 19. zum Beispiel ein Tag, wo jährlich ein Wasserinfo-Upgrade stattfindet, 19. Januar. Seit vielen Jahrhunderten genau an diesem Tag. Wenn du an diesem Tag Wasser nimmst, dann verdirbt das überhaupt nicht. Kann ein Jahr lang stehen, passiert nichts. Das ist das reinste Wasser. Am Ich 19. habe Januar. Berichte. Am 19. 19. Januar. Juni. Ja, merkt das, weil die Jahre kommen ja wieder. Und ich habe gesehen, die Russen haben landesweit 3000 Stellen eingerichtet, na, wo man in die Seen, in die Flüsse einsteigen kann. Ich meine, am Schwarzen Meer ist das plus 13, aber in Jakutien minus 50. Und sie machen das. 3000 Stellen, das ist wie Nationalfeiertag. Ja? Und die gehen ins Wasser. Also Kontakt mit den Elementen. Luft, Licht, Äther, Wasser. Ja? Ganz wichtig. Und wenn wir jetzt, die meisten Menschen sind ja Städter. Die sind abgekoppelt von der Natur. Aber in der Natur geschieht jetzt Großartiges. Und wenn du einfach Quellwasser trinkst, wenn du Sonne direkt anschaust, wenn du in die Berge fährst, Luft oder Meer, aktiv in die Realität reingehen, nicht in die Virtualität des Abgekapselten, ja, in Plastik und Betonwüste. Ja. Ich glaube, die Berührung mit der Natur, es ist extrem wichtig jetzt, weil das wird jedem helfen, so wirklich so diesen Dreh, diesen Switch zu kriegen, zu Anschluss zu finden an den realen und sehr gesunden Transformationsprozess und nicht einfach kränklich da irgendwo in der Betonwüste stecken. Wunderbar. Danke für deine Worte, Gor. Ja. Worte, ich habe das Stichwort selber gebracht. Mein Gebiet, mein Herzensgebiet ist ja die Kommunikation, ist die Sprache, Ja. sind Worte. Spontane Frage: Wie können uns Worte helfen in diesem Prozess? Ja. Ja? Ja. Gleich eine Empfehlung. Irgendwo gab es ein Video von mir, heißt Machtsprache. Ja, Machtsprache. Es Ich werde es auch Dauerbrenner verlinken. von mir, dass ich mich bemühe, Menschen zu zeigen, wie man sich mit der eigenen Sprache klein hält, sogar krank macht. Sprache zeigt, wie man denkt. Was du denkst, sagst du auch, ja. Und das sind so viele Sachen, die wohl gut gemeint sind, aber das Gegenteil bewirken. Wenn du einfach so abgeklärt, ein bisschen hörst, wie die Menschen reden, wie viel Unsicherheit sie verkünden oder manifestieren, sprich auch befestigen bei sich, ja, das ewige Dürfen, darf ich das, statt zu, oder ich möchte gerne, es gibt ein Wort, ich will, wie selten wird das Wort ich will benutzt, wo es absolut angebracht wird. Also ich hätte gerne, ja, was heißt, ich hätte gerne, ja, oder ich möchte gerne, möchte weiter, ja. Würde ich eventuell, Könntest du, möglicherweise, wenn man das wirklich man anhört, und ganz ruhig irgendwo bei Familien und Freunden Gespräche oder Aufnahme laufen lassen und dann sich Arbeit nehmen, einfach die Sätze analysieren. Wie viel Verwirrung da, wie viel Unsicherheit, wie viel Rumgetänzele stattfindet, wie selten so eine direkte Aussage ist, wie viel Rechtfertigung die ganze Zeit stattfindet, Entschuldigungen und so weiter, wie wenig gesunde
souveräne Aussage und dann unter Umständen erklären, wie selten Kern der Sache benannt wird. Und stattdessen Anlauf irgendwo 10 Kilometer und dann auch vergessen, was da gesagt werden muss. Ich meine, das ist alles lustig und tragisch, zeigt aber, wie wir uns kaputt machen. Und das, was hier läuft, das wirkt auf deine Psyche, das wirkt auf deinen Körper. Wir sind geistig verwirrt. Wir sind informativ krank. Und das wirkt auf die Seele, das wirkt auch auf den Körper. Wenn man sich in Ordnung bringen sollte, sollte man anfangen, sauber, gesund zu denken. Du siehst das daran, dass du anfängst, sauber und gesund zu sprechen. Eben souverän, klar, auf den Punkt. Ohne Anlauf, Entschuldigung, möchte gerne eventuell und so weiter. Ja. Die Hygiene, informative Hygiene, sie ist grundlegend. Sie ist nicht einfach Häufchen Sahne auf der physischen Gesundheit. Sie ist Grundlage dessen. Ja. Also über Worte kannst du das direkt spüren. Hören. Ja? Also Gedanken sind flüchtig, sehr schnell. Es ist leichter bei der Rede festzustellen, dass der Mensch nicht gesund denkt. Und deswegen spricht er auch nicht gesund. Ich liebe jedes Wort, das du gesagt hast, Gott. Und du sprichst einen großen Themenbereich an, den ich in meinem eigenen Schaffen auch vermittle, transportiere. Und dieser Gebrauch des Konjunktivs 2, ja, ich möchte, ich hätte, ich würde gerne, das ist ja auch ein Programm, das gerade Eltern mit ihren Kindern vom ersten Tag an abspulen. Ja, wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, ich will einen Kaugummi haben, dann sage ich als erstes, formuliere das anders, sage ich hätte gerne oder ich möchte gerne. Nein, es ist falsch. Wir trainieren uns und unseren Kindern damit das Wollen ab. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass dieses Wollen so tabuisiert wurde. Ja? Es ist nicht bequem, Menschen zu haben, die noch wissen, was sie wollen. Und ich plädiere genauso wie du dafür, dass wir diesen Konjunktiv streichen aus unserer Sprache, dass wir zu diesem Indikativ zurückkehren, dass wir benennen, was wir haben wollen, dass wir auch wollen dürfen. Und ja, ich unterstreiche genau das, was du gesagt hast. Wunderbar, Gott, danke für diese Erinnerung an so eine wertvolle Botschaft. Ja. Wollen ist mit Wille verbunden. Ja. Freier Wille ist das zentrale Gottesgeschenk. Das ist das zentrale Parameter des Menschen als Ebenbild Gottes. Freier Wille, genau das. Nicht alle Wesenheiten sind mit dem freien Willen ausgestattet. Nicht mit dem freien Möchten. Nicht mit freien Hätten. Sondern mit dem freien Willen. Ja. Allein das Wort ich möchte, ja, ich sage den Menschen immer, genau genommen sagst du damit, ich würde es mögen. Ja. Ja, was ist denn das? Das ist Ich nichts, würde es wenn, mögen, ja. ja, ich würde es Ich würde mögen. es mögen, wenn du mir eventuell Genau, ein unter Stück Brot Umständen. reichen würdest, Ja, ja, ganz statt zu genau. sagen, gib mir bitte ein Stück Brot. Genau, Bitte, ist ja genau. eingebunden, ist auch kein Problem. Das ist ein direkter Impuls zur Handlung. Wunderbar. Und wir tänzeln darum um die einfachsten Ja, Sachen, aber wollen die Welt verändern. genau. Und das ist ein wunderbarer Ansatzpunkt. Ich sage immer, wie innen so außen, wenn ich an meiner Sprache beginne, Veränderungen vorzunehmen, die genau in diese Richtung gehen, wenn ich dieses Wollen mir wieder erlaube, dann werde ich auch innerlich einen Effekt spüren. Dann wird sich dieser Wille auch in mir wieder breit machen können, auch wenn das am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig ist für die meisten Menschen, die auf diese Höflichkeit, ja, wir Schweizer sind Weltmeister in der Höflichkeit, wir wurden darauf getrimmt, genauso zu sprechen und verstecken uns dann hinter unseren Aussagen. Und das darf sich ändern, ja. Das hat in der neuen Zeit auch keinen Platz mehr. Sehr Ja. schön. Weil in der Realitätsbeschaffenheit der Offensichtlichkeit wird Substanzlosigkeit dessen gesehen, Unentschlossenheit. Und das wird nicht als Höflichkeit, sondern als ein blödes Rumgetänzele direkt sichtbar und niemand will es haben. Also, oder Wirkung ist deine Sprache, die dich gut
stark, souverän, mächtig macht oder entmächtigt dich deine Sprache. Streng genommen, du entmächtigst dich durch deine Denk- und Sprachart. Und die Frage ist, wieso? Wieso zum Kuckuck? Wem soll das denn dienen? Warum machst du so eine Selbstkastrierung oder Kasteiung? Zu welchem Zweck? So, in der Welt der Offensichtlichkeit wird vieles entlarvt. So, all die Höflichkeiten oder Hoffnungen oder Vertrauen, viele illusionäre Sachen werden einfach als Plastik direkt sichtbar und der Mensch wird ehrlicher, wahrhaftiger. Und diesen Prozess sollten wir nicht irgendwann beginnen, wenn wir dazu gezwungen werden, sondern lieber jetzt, lieber Pionier dessen werden. Ja. Sehr schön, wunderbar. Gor, einzig eine Frage ist mir noch im Kopf jetzt. Du sagst, es braucht Mut, es braucht Bewusstsein, es braucht ein offenes Herz. Wenn ich um mich schaue, dann sehe ich, dass diese Eigenschaften ja nicht allen angeboren sind, beziehungsweise sie sind angeboren, nur sind sie vielleicht auf der Strecke geblieben irgendwo. Und es gibt keinen Knopf, den ich drücken kann, und sage, so, ab heute bin ich bewusst oder ab heute habe ich ein offenes Herz. Was bedeutet das? Gibt es Menschen, die dieses Glück haben, über diese Eigenschaften zu verfügen? Und die anderen dann halt nicht. Oder ja, Ja, teilt schon sich. graduell. Ja. Graduell. Wie auch alle so Charaktereigenschaften oder intellektuelle Fähigkeiten. Vieles kann man wettmachen, entwickeln. Manche sogar paradox, weil es dir nicht gegeben worden ist, hast du so gewollt und dir erarbeitet, dass das Ausmaß der meisten übersteigt. Wie ein der bekannteste, berühmteste griechische Redner, Demosthenes, hieß er. Er war mit Sprachfehlern geboren. Ja? Er konnte nicht vernünftig reden. Er hat da irgendwelche kleine Steine in den Mund gefühlt und er war am Strand gelaufen und gesprochen, also trotz Widerstand. Ja? Also das heißt, etwas Nichtgegebenes kann dazu führen, dass du das in hohem Maße entwickelst. Weil null hat niemand. Niemand. Ja, Ja? schön, ja. Natürlich kannst du niemals die ganze Spezies in gleichem Maße mit allen Parametern ausstatten. Es muss eine natürliche Unterschiedlichkeit sein. Ja, das gibt unserer Mosaik dieser Welt auch Facettenreichtum. Das ist in Ordnung so. Es kommt vielmehr darauf an, was du draus machst. Also der Luft nach oben ist gigantisch. Also ja, man kann die eigenen Gaben gut einsetzen. Aber also wie auch mit der Freiheit, so erkämpfte Freiheit hat viel mehr Wert als eine geschenkte Freiheit. Ja? So auch die erarbeitete Fähigkeiten ist eine andere Disziplin. Ja. Und das ist auch eine Wahl der Menschen. Du kannst deine Stärken leichter nutzen. Ja. Ja, du entwickelst dich dabei. Ja. Du kannst viel schwerer das entwickeln, was dir nicht so gegeben ist. Aber hier ist viel mehr Entwicklungspotenzial gegeben. Wenn du einfach deine Stärken reitest, bist du erfolgreich. Aber Entwicklung bleibt auf der Strecke. Ja? Also eine gesunde Mischung, wann, wie viel, wovon ich entwickle, sollte daraus bestehen, dass du ja deine Stärken einsetzt, deine Gaben, die auch gleich Aufgaben sind, immer. Ja? Aber auch das, was dir fehlt, entdeckst, ergründest, integrierst, wachsen lässt, weil hier ist Transformationspotenzial gegeben. Ja? Da bist du vielleicht nicht so gleich erfolgreich und das ist nicht so sichtbar, aber hier findet das Wesentliche statt, Entwicklung, Gottes Entwicklung. Wunderbar. Das ist ja auch hoffnungsvoll, was du hier sagst. Es ist alles möglich, letzten Endes. Und doch, das Bewusstsein auch hier wieder ist wohl entscheidend, dass ich mich hier auf den Weg mache und auch erkenne, ich habe Entwicklungspotenzial, also beginne ich mit dieser Entwicklung jetzt und mache aus meinen vermeintlichen Schwächen, die ich vielleicht habe, eine Stärke.
Ja. Kann sein, dass das, was du als Schwäche bezeichnest, eine Einladung ist, ne? Ja, Eine Tür sehr in schön. eine Welt, die du Ja, entdecken wirst. sehr Ne? schön, sehr schön. Gor, ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen. Es war so informativ, ermutigend. Du hast so klare Worte gesprochen, die mir gut tun im Herzen. Und ich weiß, unseren Zuschauern werden sie auch gut tun. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Ich danke dir auch. Du hast auch irgendwie richtige Drehe gemacht, richtige Sachen gebracht und Fragen geworfen. Ja? Es hat einfach funktioniert. Es hat mir auch Spaß gemacht und Freude bereitet. Ja, ich Ja. glaube, das war ehrlich, authentisch, menschlich Ja. und wirklich. Ja. Und darum geht es in dieser Welt. Alles Gute dir, Gor, und ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal gesprochen haben heute. Ich danke dir auch, liebe Kerin. Und ich danke allen unseren Zuschauern und Zuhörern.